Stammgeschäfte mache ich jetzt von zu Hause. Corona hat schon die eine oder andere Gewohnheit verändert. Und die hier, die versuchen die Beratung zu Hause zu optimieren. Mit dem Einsatz von KI. Wie funktioniert das? Das schauen wir uns jetzt an. Aber erstmal Hände desinfizieren. Hi Christian. Hey, grüß dich. Na? Oh, gut, ja, super hier. Ich mich so umschaue. Ja, mir fehlt der Tischkicker hier. Oh du, der steht nur um die Ecke. Ja, gehen wir nachher mal ran. Ja, aber hallo. Wie kommen wir dann dazu, das Thema Beratung mit KI zu verknüpfen? In Banken ist es ja immer so ein bisschen das Problem, dass man das Kundengespräch ordentlich dokumentieren muss. Da kommt es also darauf an, dass man wirklich ganz speziell den Kundenwunsch notiert und aufzeichnet. Das ist regulatorische Vorschrift. Und da ist es natürlich schwierig, sich entweder auf den Kunden zu fokussieren oder auf die Dokumentation. Und genau dieses Problem lösen wir mit unserer Applikation. Wie fängt das denn jetzt an mit der Beratung mit KI? Also das fängt eigentlich erst da an, dass du sagst, wo du mit uns sprechen möchtest, mit deinem Berater. Möchtest du zu Hause sein? Möchtest du in die Filiale kommen? Das funktioniert so, dass wir dir natürlich tief in die Augen schauen möchten. Wir wollen verstehen, wie du drauf bist, wenn wir dir unsere Kundenprodukte vorstellen. Wir wollen sehen, was du fühlst, ob du gut drauf bist oder ob du vielleicht was nicht magst und wir unsere Produkte für dich verbessern können. Hier haben wir den Ansatz, dass wir dieses etwas gamifizieren. Ja, komm, wir lassen den mal da stehen. Okay, super. Also du bist schon einer, der ein bisschen Rentabilität haben möchte. Prima. In Echtzeit. Die Einschätzung. Aktuelle Investitionsquote 121%. Ja, du hast ja gesagt, du willst ein bisschen Musik haben. Ja, da wollen wir irgendwie böse Struktur. Ne? Der zweite Titel ist nicht schön, der gefällt mir nicht. Du kannst also jetzt wieder deinen Hobbys nachgehen und hast dein ganzes Bankgespräch durch. Interessant, aber wo war jetzt die KI? Und das ist der spannende Part. Die KI war die ganze Zeit im Hintergrund. Nee. Das zeige ich dir jetzt mal, was da für Ergebnisse rauskommt. Das heißt, ich kriege jetzt eine Auswertung von dir. Absolut. Da bin ich gespannt. Ja, mal gucken, ob du mich gut beraten hast. Ja, mal sehen. Und das ist jetzt die Analyse meines Gesprächs? Ganz genau. Ich sehe jetzt hier, geht es mal runter. Ich glaube, hier haben wir über Kosten gesprochen, kann das sein? Ganz genau. Das ist genau der Punkt, wo wir natürlich aus dem Kundengespräch ablesen können, ableiten können, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Es ist erstaunlich, wie genau die KI mich in so einem kurzen Gespräch analysiert. Wie funktioniert das? Na komm, dann machen wir doch mal die Haube auf. Franz, wie sieht mich jetzt die KI? Das ist das, was die KI sieht. Das ist, wie wir beide jetzt hier sitzen und genau auch so wird das ausgewertet. Das ist jetzt hinter den Kulissen? Genau so. Wir haben die KI, die nimmt das Bild und schaut sich an, sind dort Personen drin und ihr werden ganz viele Bilder von Gesichtern gezeigt. Ja. Und danach weiß sie dann, das ist wie mit einem Kind, das ist ein Gesicht. Und wenn das jetzt wieder ein Gesicht sieht, sagt es, ach, das ist ein Gesicht, das kenne ich schon. Und dann kann man das weiter auswerten. Und genauso funktioniert das mit der Emotion. Wie ein Kind lernt, jemanden zu erkennen und zu erkennen, ja, Mama und Papa sind gerade glücklich. Genauso können wir das hier machen. Ja, Jürgen, versuch doch einfach mal etwas zu lachen und nicht angry zu sein. Oh, das geht aber schnell. Und wie kommt die Stimme jetzt zum Tragen bei der KI? Bei der KI, das ist das, was wir aufnehmen von der Kamera. Und die Stimme, die schalten wir jetzt dazu. Wird eine Person lauter, leiser, kann das natürlich auch schon Rückschlüsse darauf geben, ob das gerade positiv oder negativ war. Bisschen scary ist das ja schon, oder? Ja, ich glaube, viele sind natürlich erstmal so ein bisschen, wenn sie erstmal mitkriegen, was da läuft, wie das funktioniert, so ein bisschen beängstigt. Die Daten sind sicher, sie verlassen die Bank nicht. Es sind deine Daten, du kannst jederzeit widersprechen. Die Daten sind einfach für dich da, die werden für dich erhoben, damit du das beste Produkt kriegst, was zu dir passt. Hand aufs Herz, als Kunde, wo ist mein konkreter Vorteil, eine KI bei der Beratung zu nutzen? Der Kundenberater spart sich massiv Zeit in der Dokumentation und die Zeit kann er natürlich für dich einsetzen. Er kann die in dem Gespräch für dich nutzen und dir natürlich auch Mehrwert bringen. Super. Das heißt, wir hätten jetzt theoretisch Zeit, auch noch mit Tischkicker zu spielen. Na, aber. Jetzt habe ich dich abgehauen. Das werden wir sehen. Be nice to nerds, ja. You might end up working for one year. Ja.